Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal ganz schnell, wie man in Photoshop Konfetti erstellen kann mit einer Pinselspitze. Ich habe jetzt hier eine Full HD Datei geöffnet und mit B nehme ich den Pinsel und mit der rechten Maustaste kann ich mir den Pinsel einrichten, also ungefähr so 40 bis 50 Pixel maximal hart. Und jetzt nehme ich mal mit F5 die Pinselpalette. Bei Pinselform kann ich den Abstand erhöhen. Und bei Formeigenschaften lasse ich alles so, wie es ist. Wenn ich einen Zeichenstift habe, könnte ich eventuell noch die Größe variieren. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann bei Streuung, ganz wichtig, beide Achsen einstellen. Und hier kann man also getrost alle Regler bis auf den Anschlag gehen. Und bei Farbeinstellungen, das ist jetzt eine relativ wichtige Einstellung. Damit das Konfetti bunt wird, kann ich auf jeden Fall pro Spitze anwenden, anklicken. Das soll ich auf jeden Fall machen. Damit also jedes Konfetti eine andere Farbe hat, in dem Fall gleich, weil ich nämlich den Vordergrund und Hintergrund jeder einstelle. Das heißt, die Farben werden immer sein zwischen in dem Fall jetzt schwarz und weiß. Oder aber, wenn ich zum Beispiel rot nehme als Vordergrund und grün als Hintergrund, wird also jetzt in dem Fall die Farbe immer zwischen rot und grün liegen. Und wenn ich jetzt so den Farbton jeder dazu nehme, wird das Ganze schön bunt. Und auf die Art habe ich also jetzt schon meinen, ja, Konfetti-Pinsel fertig. Wichtig ist also, pro Spitze anwenden soll aktiviert sein und bei Streuung beide Achsen. Das ist so ein kleiner Haken dabei. Wenn man den vergisst, dann klappt das nicht. Und schon habe ich hier meine Konfetti-Pinselspitze. Passend zur 5. Jahreszeit. Okay, das war mein Video für heute. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.